Ja, hallo zusammen bei einer weiteren Folge What About über Eddie Finch, der Familie Finch und ihrem Fluch, man weiß es nicht. Wir haben in der letzten Folge einen Comic gesehen, in dem dargestellt wurde, wie einer der Familienmitglieder von einem Massenmörder, von einem Killer umgebracht worden ist. Ich kann hier echt relativ schwierig unterscheiden, was Fiktion und was Wahrheit ist. Wir erforschen aber weiter das Haus. Und ich bin weiterhin schwer davon angetan, inwieweit hier auf Details geachtet wird. Das haut mich teilweise echt weg, finde ich mal total klasse. Da kommen wir her, das bringt uns nicht vorwärts. Jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Da haben wir diesen Comic gesehen mit dem Ohr. Hier ist sogar noch ein Geburtstagskuchen, ein uraltes Telefon. Ich weiß gerade nicht wirklich, wie es weitergeht. Aber Moment mal, wir hatten ja erfahren. Das müsste ich gleich mal testen, wenn hier jetzt nichts weiter ist. Hier kommen wir nicht raus, nein. All those times I played with the music box and never found the basement key. Ja, danke für den Hinweis. Das habe ich mir nämlich gedacht. Dass wir diese Music Box finden müssen. Wir konnten hier nämlich. Okay, das macht Sinn, gebe ich dir recht. So, dann gehen wir mal runter. Und hier soll damals die kleine oder die 16-Jährige umgekommen sein. Fast nicht vorstellbar, das ist. Aber wer weiß es schon, also. Ich zumindest erstmal nicht. Gut, aber hier muss irgendwie die Musicbox sein, damit wir in den Keller kommen. Da ist sie. So, und jetzt sollten wir spielen, dass dann, bis dann Schlüssel rauskommt. Aha. Na, dann dürfen wir wohl in den Keller. Da, wobei ich hier jetzt von dürfen nicht wirklich reden würde. Nicht wirklich. Aber wir gehen hinunter. Wir wollen wissen, wie das hier weitergeht. Okay. Was haben wir hier? Hier haben wir nichts weiter. Billardkö, Wäschekorb, paar Billardkugeln. Okay. Mom said the basement was off limits. Tja. Unless I wanted another tetanus shot. Okay. Hier ist zumindest erstmal nichts, was wir offensichtlich machen können. Irgendwo ist hier auch ein Windzug, der hier durchkommt, was so wie es aussieht, eigentlich gar nicht sein dürfte. Aber gut, wir werden sehen. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Okay. Warum? Warum schleppt hier jemand Pakete? Aha, da haben wir was, was wir tun. Ach, der Kühlschrank von vorhin. Oh, ja. Dieses Haus ist echt crazy. Dann sollten wir vielleicht mal gleich mal da reingehen. Was anderes bleibt uns mangels Alternative nicht wirklich. Aha. Da kommen wir her. Ein Tunnel. Wie verrückt ist das denn? Aber gut, wir lassen uns drauf ein.
remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Okay. Atombunk? Boah. Soll das hier ein Bunker sein? A pattern in all these stories? I think it's that none of us has gotten very far. Da stellt sich die Frage nach der Definition von weit gekommen, aber okay. Walter lebte bis 2005. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. Bitte? 30 Jahre da unten? On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Aha. Leicht. Having a schedule, living for today. Hat er sich 30? I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just stop. Okay. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave, while I still can. Okay. Hat der 30 Jahre lang in einem Atombunker, in seinem persönlichen Atombunker gelebt? I know it's out there, somewhere. Na dann. Whatever killed Barbara. And Molly. Okay. And Calvin. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know, I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Wieder einer auf dem Stammbaum. I can't believe my mom never told me he was down here. Das ist ja auch relativ krass, wenn ich das mal so sagen darf. So ganz viele sind da jetzt nicht mehr offen, ehrlich gesagt. Ich muss mal einen kleinen Schluck trinken, entschuldigt.
so besser. So. Klappen wir den Stammbaum wieder zu. I'm sure my mom was trying to protect me. Vor was? Ich möchte mich ganz gerne hier nochmal umschauen, aber... Ich glaube, wir werden hier nicht mehr viel finden. Dahinter ist ein Bild versteckt. So hat er sich seine eigene kleine Realität gehalten, aber... Ja. Nun gut, dann gehen wir mal. Nee, hier kommen wir auch nicht drauf. Das ist einfach nur sein Bett. Dann, aber runter können wir hier offensichtlich nicht. Nee, ganz offensichtlich nicht. Zumindest lässt uns das Spiel nicht. Nöp. Nicht wirklich. Das ist doch merkwürdig. Nein. Keine Chance. Doch. Okay. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, ja, I was? Can only imagine what else she was hiding. Tja, das ist die gute Frage. I don't want to make the same mistakes she made. Tja, hier ist eine Müllgrube gewesen. Über die Jahre musste das Zeug hier irgendwo hin verschwinden. Trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of us left, or maybe two. I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Self-fulfilling prophecy. Tja, Walter. I don't know if I should even be writing this. Ich habe gerade voll Gänsehaut, ich weiß nicht mal warum. Wieso willst du sterben? Das willst du gar nicht. But I thought you should know about your family. Hä? And the history you're a part of. Sollen wir da hoch oder was soll das jetzt? Das könnte der Friedhof sein, wo sie alle begraben sind. I think the people in these stories believed them, for what that's worth.
when you look at the house, at that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. Hier sollen wir wohl nicht hin. Hier aber auch nicht. Ach, da geht's weiter. Entschuldigt, habe ich übersehen. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Tja, das ist eine gute Frage. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. Three of the gerbils are mine, and two had been my fault. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Molly Finch, Calvin Finch, Sven Finch, Edie Finch, Walter Finch, Barbara Finch. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Yes, Svenne. She said she dreamed about the old house every night. Und nun? Nochmal benutzen kann ich's nicht. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. She lost two of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. So many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Wohin führt das? Ich habe gerade keine Ahnung, Leute, überhaupt nicht. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common.
They were both pretty intense. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Mm-hmm. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. What? Shouldn't we be leaving? Just want to get a shot of you, Dawn, then we can take off. It's too early, Dad. Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Ja, ihr Lieben, ich werde jetzt hier eine kleine Pause machen und ich muss erstmal das alles so sacken lassen. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal dann und wir sind, glaube ich, kurz vor dem Ende. Bis dann mal. I'm sure my mom was just trying to protect me. Now that there's only one of us left, I thought it was time I heard the stories. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real.